So, herzlich willkommen zu einem Tutorial, heute mal über die Enterprise. Und da fange ich am besten mal an, das war hier, ne? Mit dem Kranz und mit dem Ring. Also den habe ich so gestaltet, hier sind vier Ausleger, also Hauptausleger, da hängt im Prinzip das ganze Gewicht dran. Und dann habe ich hier zwischen, mit diesen kleinen Dingern hier, so Liftarme gespannt und da dran nochmal drei. Und da dran hängen wiederum diese, ich baue mal eben einen aus. So, diese Dinger hier, die sind so leicht geneigt, die passen dann perfekt rein. So habe ich dann Platz für 20 Gondeln. Und die Gondeln wiederum sind hier angehängt durch so eine 10er-Achse, 10er-Kreuzachse. Und die hängen dann an einem Liftarm und an so einem Lochbalken für die Deko. Und ich konnte den Liftarm oder die Gondeln leider nicht mehr schöner verzieren, weil das Ding einfach sonst zu schwer war für den Hu. Dann wären wir eigentlich schon beim nächsten. Oder erstmal der Antrieb. Den habe ich hier gestaltet durch einen alten Drehkranz und einen Z24er. Das wird hier umgeleitet oder das wird hier genommen. Moment. Ich mach den eben auf hier. So, hier ist ein L-Motor mit einer langen Kreuzachse. Die geht zum Z24er. Hier unten wird das Ganze umgelenkt durch so beige Stirnräder. Und der treibt dann hier das den alten Drehkranz an. Hat dann genug Kraft. Alles, ja. So, dann zum Hub. Der wird einmal gesteuert durch den Pneumatikzylinder hier. Der drückt das Ganze erstmal ein Stück hoch. Die Luftpumpe da drin ist in diesem alten U400 Unimog von Lego Technik. Das gab es vor 2 Jahren, glaube ich, mal als Set. Da ist hier schön die Luftpumpe drin. Hier ist dann schön die Luftpumpe drin und die drückt das ganze Ding dann hoch und dann greifen hier die, dann fängt hier der Motor an, der arbeitet über ein Schneckengetriebe, also halt mit Fernsteuerung, über ein Schneckengetriebe. Das geht dann zu diesen Stellzylindern hier, die haben glaube ich ein Schraubgewinde innen drin und der hat dann genug Kraft, auch wenn er hier so weit unten ist, um das ganze Ding schön aufzustellen. Kann ich euch einmal zeigen. Heute brauche ich die Pneumatik nicht, weil der ist ja kaum Gewicht drauf. So. Und der stellt das Ding dann schön auf, bis es senkrecht ist. Ja, ich konnte das leider nicht schöner verzieren, da das alles sonst zu schwer geworden wäre. Und dann wäre das alles ineinander gekracht. Ist mir auch passiert beim Bauen. Das ist dann nicht so toll. So, jetzt ist der ganz oben. Ihr seht es auch, die sind voll ausgefahren. Und das ganze Ding ist schön senkrecht. So, dann bedanke ich mich für heute fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.